Diese Maßnahme ist aber nur ein kleiner Teil dieses massiven Rechtsrucks, den wir in Italien in letzter Zeit erleben. Die italienische Regierung unter der Führung von Giorgia Meloni führt bedeutende Änderungen, zum Beispiel nämlich auch an Geburtsurkunden durch. Insbesondere bei Kindern, die von nicht biologischen lesbischen Müttern aufgezogen werden. Das bedeutet, dieses neue Gesetz, das jetzt an lesbische Mütter geht, besagt, dass auf der Geburtsurkunde nur der Name der biologischen Mutter aufgeführt werden kann. Tatsächlich hat die Stadt Padua auch damit begonnen, dass Namen von nicht biologischen lesbischen Müttern von den Geburtsurkunden ihrer Kinder entfernt werden. Und diese Maßnahmen werden jetzt also rückwirkend durchgeführt. Das ist aber nicht alles, weil die italienische Regierung geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat sogar die Leihmutterschaft für gleichgeschlechtliche Paare verboten. Gleichgeschlechtliche Paare sind überproportional auf Leihmutterschaft angewiesen, um Kinder haben zu können, um eine Familie zu gründen. Und die Regierung Meloni hat es nun effektiv und komplett gestoppt. All das ist ein Teil von Melonis Family First Agenda, also eine Agenda der Italien First Politik, wenn ihr so wollt, die sich an die America First Politik richtet. Und Meloni argumentiert auch, dass wenn man die traditionelle Familie, wenn man die halten möchte, dann muss man aufpassen, dass man diese ganzen Probleme wie den demokratischen Wandel, dass man die auch wirklich bekämpft. Und deswegen sehen wir in Italien jetzt nicht nur einen Aufschwung des Nationalismus und des Populismus, wir sehen auch den Aufschwung des Traditionalismus. Nationalismus, Populismus und Traditionalismus brauchen einander und sie implizieren einander. Wir brauchen immer diese drei Dinge. Und deswegen, da ist nicht Schluss, denn in dem Bemühen, auch das kulinarische Erbe zu bewahren, hat die Regierung Melonis nun ein Gesetz erlassen und dieses Gesetz verbietet den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch und von synthetischen Lebensmitteln.